Was geht? Wir schauen uns heute die Offensiv-Setting an, das Offensiv-Play und auch, wie man ein Playbook integrieren kann in sein Gameplay. Ich persönlich mache das nicht, aber ich kann euch natürlich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir müssen dafür, beziehungsweise wir können dafür, bevor das Spiel überhaupt beginnt, in unsere Aufstellung gehen und gehen dann auf Coaching. Wir gehen auf Coach-Spieltaktik, da wo wir auch schon die Defense einstellen konnten. Wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall da auch reinschauen, weil da sind auch sehr wichtige Punkte mit dabei. Mehrere YouTuber, die jetzt auch schon größer sind, Comp-Spieler haben die Settings, die ich euch genannt habe, mehr oder weniger bestätigt. Also da ist alles dabei, was ihr braucht. Und wir sind schon direkt auf der richtigen Seite bei Offensiv. Das, was ich auf jeden Fall immer einstelle, ist Freelance Nummer 1. Für mich persönlich, gehen wir jetzt davon aus, dass der Standard stand, gehe ich auf 5 Out. Freelance 2 kann man Bucks 2015 nehmen. Freelance 3 kann man Comp nehmen. Das müsste hier unten irgendwo sein. Das sind alles Freelances, die geben euch ein 5 Out. Was ist ein 5 Out? Bei einem 5 Out, das werdet ihr noch sehen. Ich erkläre es aber schon mal. Stehen alle außerhalb des Perimeters, alle außerhalb der Zone. Schön an der Dreierlinie. Gutes Spacing für einen Dribbler, für einen Pick and Roll, für einen Pick and Fade. Gut für Cuts auch, weil viel Platz in der Mitte ist. Werdet ihr alles gleich sehen. Machen wir weiter mit dem Playbook. Du kannst hier auch schon deine Plays einstellen. Und zwar gehst du dafür auf die Spielzugauswahl, gehst auf X und gehst dann zum Beispiel auf X bei schnelles Aufposten und kannst das dann ersetzen mit einem Spielzug aus deinem Playbook. Ich habe jetzt das 2013er Heat Playbook, das ist schon weltbekannt. Also jeder halbwegs gute Spieler weiß auch, wie man die Sachen stoppen kann. Quick Forehorns Flare kann man dann setzen, dann kann man ein weiteres Play hinzufügen und so geht das. Also X, X, X aussuchen, X und dann hast du dein Play eingestellt. Normalerweise müsste das dann im Game direkt auszusuchen sein, das sind die Schnellauswahlen, das zeige ich euch gleich. Wir gehen jetzt mal in ein Domination Match, damit ich euch das Ganze zeigen kann. Wenn du vergessen hast, deine Sachen im Menü einzustellen oder wenn du das einfach noch nicht gemacht hast, dann kannst du auch Pause drücken und hier über die Spieltaktik auf die Offensiveinstellung gehen. Dann hast du genau die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Spielzugauswahl, Freelance etc. So, Tipp auf gewonnen. Wenn du dann den Ball hast, dann gehst du bitte, um das Freelance wirklich zu aktivieren, weil du siehst jetzt das Spacing, das ist jetzt noch nicht so gut. Rechte Pfeiltaste, R1, 5 Out und dann linke Pfeiltaste, L1. Jetzt haben wir ein schönes 5 Out und das wird jetzt bei jedem Spielzug so angewendet. Man kann dann jedes Mal linke Pfeiltaste L1 drücken, damit sich das Spacing nochmal neu eröffnet. Aber das Freelance ist jetzt eingestellt. Natürlich auch das Offensiv-Foul brutal, gerade bei der Aufnahme. Aber so geht es im Prinzip. So, wir haben wieder den Ball. Wir gucken uns mal das Spacing an, wie es jetzt ist, ohne Pass and Screen Away. Sieht auch eigentlich ganz gut aus. Also können wir jetzt hier mal durchgehen, kriegen den Pick schon automatisch gestellt. Das ist sehr nett von unserem Mitspieler. Können leider nicht verwandeln. Aber das ist genau das, was du willst. So wird ein 5 Out raus. So sind meine Offensiveinstellungen. Und so spielt das eigentlich auch jeder, der ein bisschen was von dem Spiel versteht. Jetzt will ich nicht meine Ehre kränken. Jetzt muss ich euch auch nochmal was Gutes zeigen hier. Ein Dank. Ein Layup von Derrick Rose. Jetzt kommen wir noch zu den Spielzügen. Auch hier wieder linke Pfeiltaste. Jetzt haben wir die Lieblingsspielzüge. Wir müssen R2 drücken. Hat er nicht übernommen. Okay, scheiße. Dann drücken wir jetzt mal Pause. Offensiv-Settings. Spielzugauswahl. Und dann machen wir das jetzt hier. Also ich habe davon schon gehört, aber ich hätte gedacht, dass sie es eigentlich schon gefixt haben. Aber gut, dann gehen wir jetzt mal rein. Haben jetzt hier Quick Forehorns Flare eingestellt. Müssen dann linke Pfeiltaste und dann ist Quick Forehorns Flare auf Viereck und dann musst du warten, bis das Play aktiviert wird. Spielen es aus und dann kriegen wir einen Korb. Jetzt kannst du noch Folgendes machen. Jetzt hat man keine Laufwege gesehen. Geh mal auf Einstellung oder Controller Einstellung und dann müsste irgendwo ein Punkt sein, wo sowas steht wie entweder hier das 2K Smart Play Overlay, das kann sein, oder es gibt noch einen anderen Punkt, wo ich den Namen jetzt gerade nicht auswendig weiß. Aber da musst du mal schauen, wenn ich es dann später noch finde in den Einstellungen, dann zeige ich euch das gleich. Aber wir testen das jetzt einfach mal. Wir testen mal, ob das Play jetzt mit Laufweg angezeigt wird.
Weil das habe ich eigentlich auch immer so. Achtung, Stimme aus dem Off. Das 2K Smart Overlay braucht ihr nicht. Das 2K Smart Overlay ist ein Spielzugvorschlag, den das Spiel euch gibt. Das wollt ihr nicht. Also bitte vergesst das, was ich euch in dem letzten Punkt gesagt habe und schaut das Video jetzt weiter. Viel Spaß. Gehabt. Ja, Derrick Rose kriegt den Ball, linke Pfeiltaste, Viereck und jetzt hoffen wir auf Laufwege. Kriegen keine Laufwege, gut, dann gucken wir gleich mal im Menü danach. Ich werde jetzt aus dem Domination-Spiel rausgehen, dann gucken wir nochmal. Okay, du musst in deine Aufstellung gehen, auf Coaching, auf Coach-Spieltaktik und dann auf Coach-Einstellungen und dann hast du hier die Play-Vision-Anzeige. Die muss auf voll. Und dann bekommst du auch die Laufwege angezeigt. Wir gucken uns das jetzt nochmal an und dann sind wir fertig. Plays wurden wieder nicht übernommen. Quick Fawns, Flare auswählen. Rechte Pfeiltaste, R1, X5 out. Linke Pfeiltaste, Viereck, Quick Fawns, Flare. Und jetzt bekommen wir die Laufwege angezeigt. Das heißt, du weißt jetzt ganz genau, wo du für das Play hin musst. Und dann kann man die Würfe ganz entspannt nehmen, muss sie nur noch treffen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn das Video geholfen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Wenn du neu bist auf dem Kanal, würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.